Normalerweise findet der Kampf um Preise, um Marktmacht, um Sichtbarkeit im Regal im Verborgenen statt. Doch jetzt ist es ein offener Schlagabtausch. Die Erzählung lautet: guter Handel, böse Industrie. Tatsache ist, wenn Preise so wie jetzt in Bewegung geraten, dann gibt es Gewinner und Verlierer. Verlierer sind vor allem die Verbraucher. Geht's da fair zu? Ich glaube, es gibt immer welche, die Krise ausnutzen und dementsprechend da natürlich auch Profit rausschlagen. Ich glaube nicht, dass man das alles über einen Kamm scheren kann, so wie man nichts über einen Kamm scheren kann. Edeka behauptet, wir sind es, die die Verbraucher vor den gierigen Herstellern schützen. Wir bleiben auch 2023 der Anwalt der Verbraucherinnen und Verbraucher und wir fordern die Markenindustrie auf, die Inflation nicht weiter künstlich in die Höhe zu treiben. Wenn er das sagt, muss man ihm das irgendwie abnehmen, ob man fest daran glaubt oder ist was anderes. Tatsächlich, für Handelsexperte Martin Fasnacht geht es bei dem Streit weniger um Preistreiberei, dafür mehr um Marketing. Für Supermärkte, die erstmal aus Verbrauchersicht nicht für günstige Preise stehen, ist es wichtiger, sich als Anwalt gegenüber Verbrauchern für faire und günstige Preise zu positionieren, als gegenüber Discountern, die von ihrer DNA schon dafür stehen. Deswegen ist nicht überstaunlich, dass Rewe und Edeka gemeinsam das gleiche Horn gegenüber den Herstellern blasen. Doch eines ist ja nicht zu übersehen, die Preise steigen tatsächlich rasant. Was also ist die Ausgangslage? Die Inflation tut an vielen Stellen weh. Im Supermarkt ganz besonders. Das ist auf jeden Fall sehr stark gestiegen, kann man nichts anderes zu sagen. Zahlen. Während die allgemeine Preissteigerung mittlerweile bei 7,4% liegt, haben sich die Lebensmittelpreise abgekoppelt und steigen um 22,3%. Das hat konkrete Auswirkungen. So ein Einkauf, den ich für ein Abendessen mache, war eine Zeit lang bei 11, 12 Euro. Mittlerweile sind das schon so 16, mit denen ich auf jeden Fall mal rechne. Und jetzt als Studentin mit einem Minijob ist das natürlich schon sehr extrem teuer. Ob die Verbraucher vom offenen Streit zwischen Handel und Herstellern profitieren? Vielleicht im Gegenteil. Edeka wird jetzt von 17 Herstellern nicht mehr beliefert. Gibt es also bald auch noch leere Regale? Wenn sich Herrscher und Handel immer weniger einigen können, werden wir noch verstärkt Regallücken sehen. Natürlich versucht der Handel, die Regallücken, die durch die Nichtlistung von Herstellermarken entstehen, durch Eigenmarken zu ersetzen, also verstärkt Eigenmarken in die Regale zu bringen. Die wichtigste Frage kann im Moment aber niemand beantworten. Wann wird's endlich wieder billiger?